Hallo und herzlich willkommen zum Video. Was jetzt noch aussieht wie ein Motovlog, wird dann gleich doch Richtung Tutorial tendieren. Wir wechseln nämlich jetzt gleich mal bei mir in die Garage. Ich habe mir neue Griffe besorgt und wollte die mal zusammen mit euch austauschen, beziehungsweise dürft ihr mir dabei über die Schulter gucken. Wir werden mal sehen, ob das das ein oder andere Problem gibt. Sag mal, hat der eine Macke oder was? Der hat ja nicht überholt. Also da weiß ich nicht, warum der mir auf meiner Fahrbahn entgegenkommt. Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Auf jeden Fall müssen die Dinge ab. Und das machen wir dann zusammen. Und ja, bis gleich. So, meine Lieben, jetzt sind wir zurück bei mir in der Garage. Diese Griffe sollen es werden. Das sind die Rizoma Sportline. Um die soll es jetzt hier gehen, beziehungsweise um den Austausch. Ich habe jetzt hier lauter verschiedene Adapterplatten, da bin ich mal gespannt. Der wird wahrscheinlich eventuell in den Griff beim Gasgriff kommen, um eventuelles Spiel auszugleichen. Ich habe mir jetzt einfach mal auf den Tisch gelegt, was ich mir vorstellen könnte, was ich gebrauchen kann. Ich habe jetzt hier ein bisschen Silikonspray, einen schmalen Schraubenzieher, um dem Gummi, dem alten Griff hier zu Leibe zu rücken. Ich schraube jetzt erstmal hier die Außenspiegel ab, die billigsten Spiegel, die es auf der Welt gibt. Ich glaube 18 Euro, beide gehasst und geliebt. So, hier haben wir stumpfes Eisenrohr. Jetzt will ich erstmal gucken, wie das hier grundsätzlich aussieht. Also so kriege ich hier nichts gebacken. Jetzt will ich mal gucken, wie gesagt, ich wollte so gerne am Stück ausbauen. Jetzt schiebe ich mir den hier einmal drauf. Jetzt bräuchte ich eigentlich hier irgendwas, womit ich das Spray hier reinkriege. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn ich jetzt hier nochmal so eine Lanze vorne hätte. Ich gehe jetzt einfach einmal mit dem Schraubenzieher hier durch. Und dann gucken wir mal, ob sich das Aufschneiden bei den Leuten lohnt. So, ich versuche es mal noch anders. Ich könnte mir vorstellen, so ist es einfacher. Ach, guck mal da. Wenn ich den Griff jetzt hier festhalte und ziehe, dann tue ich ja beim Festhalten, drücke ich den ja auf den Lenker. Wenn ich den jetzt nur hier hinten packe, dann wird er ja dicker und zack, haben wir ihn schon ab. Das ist doch mal cool. Zack. Ja, das ist doch okay. Also den jetzt aufzuschneiden, ich glaube, da sind wir uns einig, das wäre jetzt Quatsch gewesen. So, jetzt hole ich mir ein bisschen Bremsenreiniger, um das Ganze zu entfetten. Ich will mal gucken, ob ich es ohne Fett drauf kriege, damit ich von vornherein ein bisschen Grip habe. Wobei, bei dem neuen habe ich gesehen, das sind Imbusschrauben, kommen da rein zum Halten. Wir können ja einfach mal gucken hier. Ach, guck mal hier, den kann man ja da drauf werfen. Ich würde sagen, ich lasse die Seite jetzt mal nochmal liegen und mache jetzt erst den Gasgriff noch. Dafür drehe ich das Moped mal rum, damit ich mich hier jetzt nicht an die Wand stellen muss. Sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt kommen wir auf die Seite vom Gasgriff. Ich bin so ehrlich, ich habe das Video, was ich jetzt gerade mache, eben schon mal gemacht, musste dann feststellen, dass der Rizoma Gasgriff auf die S4L überhaupt nicht richtig drauf passt. Der ging so schwer, dass wäre nicht machbar gewesen. Ich habe jetzt eben, ich kann es gleich mal ein bisschen einblenden, ich habe jetzt noch nichts zusammengeschraubt. Ich drehe jetzt nur den Griff mal hier im Gehäuse und ich merke, dass der ohne den Gaszug schon schwer geht. Und ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das so nicht geht. Normalerweise müsste man sagen, geht der Griff wieder zurück. Das geht gar nicht, aber ich habe jetzt schon angefangen, da Hand dran anzulegen. Und ich werde jetzt weitermachen, bis es funktioniert. Aber das ist doch sehr ärgerlich. Mein Tee hat sich jetzt erledigt. Ich habe eben den neuen Griff mit der Feile bearbeitet, aber vom Feinsten. Ich habe jetzt erstmal die obere Abdeckung demontiert. Die obere Abdeckung ist auch gleichzeitig die Führung für den Gaszug. Das sieht man hier, da muss man nur nachher bei der Montage ein bisschen aufpassen, dass das richtig sitzt. Jetzt nehme ich den Griff auseinander. An für sich ist die Gasseite verhältnismäßig einfach zu tauschen. Drüben bei dem Gummigriff, habt ihr ja gesehen, war auch recht einfach, wobei ich mir vorstellen kann, je nach Motorrad kann das ein bisschen schwieriger gehen. Aber dieses von hinten nach vorne, also von vorne nach hinten wegziehen,
das ist ein bisschen einfacher, weil dann das Material auseinander geht, sich ein bisschen dicker drückt, also weiter auseinander drückt. So, hier tun wir jetzt den Gaszug aushängen. Aufpassen, dass die Schrauben nicht fallen. Und hier sieht man jetzt schon, da kommt nur ein Adapter in Frage. Hier sind noch zwei Adapter dabei gewesen, die passen nicht. Was ich jetzt eben gemacht habe oder machen musste, damit dieser Gasgriff überhaupt passt, hier sieht man, hier liegt eine Schieblehre, hier liegen Fallen rum. Und zwar der Spalt hier zwischen dem Aluminium und dem Kunststoffring, da war nicht genug Spiel und dadurch ging der sehr schwer zu montieren. Beziehungsweise nicht sehr schwer zu montieren, sondern sehr schwer zu drehen. So, ich setze das jetzt hier einfach so drüber. Dann wird der Gaszug hier wieder eingehängt. Das ist alles verhältnismäßig einfach. Dann kommt die Gegenseite wieder drauf. Ich habe jetzt hier das hier alles ein bisschen eingesprüht, dass das schön fluppt. Hier muss man aufpassen, hier ist ein Nocken, der in einem Loch im Griff sitzt. So passt es schon wieder zusammen. Also wenn der Griff richtig passt, dann ist es einfach Plug and Play 1:1. Das Einzige, was man sich hierbei überlegen kann, ist, je nachdem wie man den Adapter da drauf macht, hat man nachher das Logo hier auf dem Griff draufstehen an der entsprechenden Position. Ich ziehe das jetzt hier wieder an. Nach fest kommt ab. So. Jetzt hier die gesagte Führung. Da muss ich jetzt aufpassen, dass der Gaszug hier schön drin sitzt. Ich würde sagen, ohne Schraube ist es einfacher. Quasi erstmal den Gaszug hier einfädeln und dann die Abdeckung oben drauf. Dann geht man sicher, dass das Seil nicht irgendwo geklemmt wird. Schrauben rein. Aber dass ich auch immer so ein Glück habe, dass die Sachen nicht passen. Und in dem Moment, wenn man hier die Pfeile ansetzt, hat man natürlich das Problem, dass mit Zurückgeben und Garantie oder so irgendwas hat sich dann natürlich erledigt. Aber ich als Handwerker bin da halt einfach der Natur, dass ich alles, was nicht passt, passend mache. So, Schrauben anziehen und fluppt. So soll das sein. Und dann kommt mein Außenspiegel wieder drauf. Machen wir jetzt den. Machen wir mal so. Den muss ich mir natürlich gleich wieder schön neu einstellen. Und jetzt klemmt's. Ja, voll perfekt. Den kann ich nämlich unterschiedlich positionieren hier. So ist schon gut. Hilfe. So, das muss ich jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer machen. Wichtig ist, dass das fluppt. Das Rhizoma habe ich jetzt so ein bisschen auf mich gerichtet, den Schriftzug. Und dementsprechend war es das dann hier auf der Seite auch schon gewesen. Hier habe ich eine Macke drin, die drehe ich mir jetzt gleich noch nach unten. Die ist noch vom Vorbesitzer, muss ja keiner sehen. Will ich auch nicht sehen. Sehr gut. Auf der anderen Seite gehe ich jetzt her, setze den Griff hier ein, die Madenschrauben dabei. Bei Madenschrauben finde ich immer ein bisschen blöd, weil Madenschrauben vermurksen einem an der Stelle, wo sie angesetzt werden, den Lenker. Und da gehe ich jetzt einfach her, schiebe den Anschlag drauf. Das können wir auch mal eben machen. Wobei ich das gleich nochmal genauer mache. Und tue mir den quasi einfach so stellen, dass der genauso zu mir zeigt wie der andere auch. Aber das ist ja belanglos. So. Ich hole mein Moped jetzt mal hier aus der Ecke, damit ich meine Spiegel richtig einstellen kann. Und damit sollte es dann schon wieder so weit gewesen sein, dass dann die erste Probefahrt, beziehungsweise einfach mal damit fahren, mal den Grip testen, damit ich das mal machen kann. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder auf der Straße. Ich bin wieder aus der Garage raus. Die Griffe sind dran, es funktioniert sogar alles. Spiegel sind wieder eingestellt. Ich habe einen blinden Passagier dabei. Naja, mal gucken, wie lange sie da bleibt. Ja, das ist ganz schön hartnäckig, ne? Also 100 kann sie. Ja, was gibt's zu sagen? Schöner sind sie, griffiger sind sie nicht.
Also ja, ich habe mir jetzt extra die Handschuhe angezogen. Die haben wenig Grip. Die schwarz-weißen von mir, das ist überhaupt gar kein Thema. Die haben innen drin so eine Silikoneinlage, da ist das gar kein Thema. Aber hier, also sie sind nicht schlechter wie die alten. Das war ganz klar, aber ich merke einfach so gut wie keinen Unterschied. Dass jetzt hier innen der Aluminiumteil ist, fällt auf, ist aber nicht schlimm. Also stören tut es in keinster Weise, es ist halt ein bisschen anders, aber völlig in Ordnung. Also dementsprechend, für den Grip habe ich jetzt nicht so viel getan, aber für 60 Euro, naja, ist okay. Wenn ich jetzt bei der Montage nicht so ein Gedeck gehabt hätte, das hat mich dann doch ein bisschen geärgert, wo ich mir dann immer denke, warum machst du das überhaupt? Normalerweise hättest du die zurückgeben müssen. Aber ich habe mal nach verschiedenen Griffen geguckt und wenn ich jetzt die nächsten, die mir gefallen hätten, die wären dann wieder wesentlich teurer gewesen. Ich habe da auch immer so ein bisschen, dass ich was Bestimmtes will. Und das wäre es mir dann auch nicht wert gewesen. Deswegen habe ich die jetzt einfach eben so passend geändert, dass es halt geht. Ich gehe mal, ja, ist jetzt die Frage, warum das jetzt hier so passiert ist. Ich tue in die Videobeschreibung, tue ich mal rein, was für genaue Griffe das waren, dass die Leute, die auch die S4R fahren, Interesse an den Griffen haben, dass die sich angucken können, was sie nicht kaufen dürfen, wenn sie nicht da die Pfeile auspacken wollen, weil das ist ganz sicher nicht jedermanns Sache, was Neues zu kaufen und da dann mit Messer und Pfeile und Rollpapier dran zu gehen. Ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt noch ein bisschen. Ich habe einen Rucksack auf, ich habe meine Kamera dabei, ich will noch ein paar Bilder machen. Aber das gibt ein extra Video und das könnt ihr euch dann zu einem anderen Zeitpunkt mal anschauen. ja, in diesem Sinne, Operation geglückt mit leichten Problemen. Aber ich bin soweit ganz zufrieden, es funktioniert alles, ich kann schön Gas geben, alles gut. Und würde mal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen nach oben, abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und ich würde sagen, vielen Dank, bis bald, ciao.